Geht da noch was? Geht da noch was? Geht da noch was? Leichter kann man ja einen E-Scooter gar nicht mehr tunen. Es fehlt eigentlich nicht mehr viel zu einem richtig guten Low-Budget-Preissieger hier, ja? Ja, Freunde, willkommen zu unserer heutigen Probefahrt mit dem Evercourse EV10K Max, den wir euch gerade im Live-Unboxing vorgestellt haben. Sieht ein bisschen aus wie so ein Ninebot Max G30D-Klon und tatsächlich ist diese Rahmen-Chassis-Konstruktion ähnlich, aber vollgefedert. Vollgefedert. Wir haben ja einige E-Scooter in letzter Zeit getestet für 300-400 Euro und dieser Scooter liegt jetzt leicht drüber bei 549 Euro. So viel kostet der Spaß, wenn ihr euch bei Amazon für so einen Evercourse EV10K Max entscheidet. Gewicht 20,5 Kilogramm, Zuladung 120 Kilogramm. Wir haben hier eine 10 Zoll Bereifung, das ist eine Vollgummibereifung. Trommelbremse vorn, das Ganze ist hier nochmal blau abgesetzt und die Bremse lässt sich auch easy hier unten einstellen. Schutzbleche aus Kunststoff. Wir haben ein großes, breites Deck. Ich hatte hier noch Luftblasen drunter, die scheinen aber mittlerweile weggegangen zu sein. Also 15,6 Amperestunden ist wirklich amtlich. Das Ganze auf 36 Volt. Geladen wird hier hinten. Ein 2 Ampere Ladegerät ist mit dabei. In 7 bis 8 Stunden ist der E-Scooter wieder vollgeladen. Die Besonderheit hinten finden wir jetzt eine Doppelfederung. Außerdem eine 10 Zoll Hartgummibereifung und natürlich den Antrieb. 36 Volt, 400 Watt ist hier die Nennleistung. Das Schutzblech sieht ein bisschen wild aus. Also der Abstand, ja, gut 5-6 cm. Bitte nicht rauftreten. Das ist keine Rücktrittbremse. Der Lenker ist natürlich zu klappen. Ist kein Problem. Einfach hier runterdrücken. Dann ist das sogar doppelt abgesichert. Ihr müsst hier seitlich nochmal auf den Knopf drücken. Die Verarbeitung, Lenksäule, das sieht alles wirklich schick und sauber aus. Kräftiges LED-Vorderlicht, was ihr jetzt hier sogar noch ein bisschen in der Neigung einstellen könnt. Der Lenker hat eine gute Breite. Die Griffe sind mit dem Logo versehen, doppelt verschraubt mit Handballenauflage. Wir haben einen Kombibremshebel vorne für die Trommelbremse, hinten für die elektromagnetische Bremse. Es gibt aber keinen separaten Reku-Hebel, wo ihr jetzt nochmal die elektromagnetische Bremse einzeln ansteuern könntet, sondern das passiert hier alles über diesen einen Hebel. Dann haben wir hier noch unseren Haken, der ist aus Metall gefertigt, damit wir, wenn wir den Lenker runterklappen, das Ganze auch sauber einhaken kann. Auf der rechten Seite finden wir unser Daumengas und ein sehr schönes, großes und helles Display. Wir haben drei Fahrstufen. Ihr seht schon, Trip kann man hier auch noch anzeigen lassen. Und mit Doppelklick auf M kann man umschalten zwischen Licht und kein Licht. Dann dimmt das Display auch ein bisschen ab, aber man kann es trotzdem noch gut ablesen. Und jetzt ist es so, den E-Scooter einschalten, keine Fahrstufe einlegen. Also das sind so die Erfahrungswerte, die ich jetzt gemacht habe. Und dann sechsmal die M-Taste drücken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt hat es kurz gepiept und jetzt ist der E-Scooter entsperrt. Das heißt, jetzt fahrt er nicht mehr 20 km/h, sondern bis zu 30 km/h schnell. Es hängt immer davon ab, wie schwer ihr seid. Das testen wir heute aber mal. Wir schalten den heute mal frei und dann probieren wir mal auf der langen Geraden, wie schnell man jetzt im Tuning-Mode mit diesem E-Scooter kommt. Einer der wenigen E-Scooter, die man take it easy wirklich noch tunen kann. Vernünftiger Seitenständer ist hier auch mit dabei, sodass wir auch den Roller sauber abstellen können. Also alles in allem erstmal eine runde Geschichte für 549 Euro. Ja, und wenn man den, wie gesagt, auf den ersten Blick sieht, denkt man erstmal, oh, das ist doch ein Ninebot. Aber nein, es ist kein Ninebot, sondern es ist ein Evercourse, den ihr tatsächlich noch take it easy schneller machen könnt. Wir wechseln mal hier in Fahrstufe 1 und fahren erstmal in Richtung Radweg. Fahrstufe 1 ist ja extrem spannend. 10 km/h GPS gemessen, 10 km/h. Lese ich jetzt hier auf dem Display ab. In Summe ist das natürlich diese langweiligste Fahrstufe, die man sich aussuchen kann. Komm, wir schalten mal direkt in Fahrstufe 2. Wen juckt schon Fahrstufe 1? Ich gebe mal Feuer. 36 Volt, 400 Watt. Interessant wird jetzt auch, ob wir irgendwas hören. Also vorne höre ich ein bisschen klappern, aber das ist für mich jetzt erstmal in Ordnung. Damit könnte ich jetzt leben. Am liebsten hätte ich jetzt noch eine Blinkeranlage gehabt. 14 km/h, 15 km/h auf dem Display. Und 15 km/h GPS gemessen. Ja, ist jetzt auch nicht besonders spannend, aber zumindest, was das Ansprechverhalten betrifft, kann ich jetzt erstmal nicht meckern. Alles entscheidend wird heute Fahrstufe 3 sein. Wir sind auch nur in Fahrstufe 3 heute unterwegs. Ich kicke ihn mal an. Was braucht er? So 3 km/h, 2, 3 km/h, wunderbar. Aber dann ist er auch sofort da, ne? Also, was jetzt das Ansprechverhalten hier mit dem Daumengas betrifft, schön smooth. Also ich könnte jetzt hier auch gut dosieren, das ist nämlich auch mal ganz wichtig. Kann man den Roller gut dosieren oder wackelt der so ein bisschen in der Abstimmung? Gasbremse, Gasbremse ist hier nicht der Fall. Ich gebe mal Feuer, 20 km/h müsste jetzt hier die Höchstgeschwindigkeit sein. So, 20, 21 km/h GPS gemessen, hier geht es auch leicht bergab. 18, 19 km/h, Tendenz eher Richtung 19. Also wir kommen jetzt nicht ganz auf die 20 km/h.
Aber das schreit ja eigentlich schon danach, dass man hier das Tuning reinballert, oder? 6-mal die M-Taste drücken oder ob wir ihn ein- und ausschalten müssen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das habe ich jetzt öfter schon beobachtet. Dann müsst ihr den Roller ausschalten, einschalten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt hat er gepiept. Jetzt ist er freigeschaltet. Wir machen das jetzt hier mal auf der langen Geraden. Wir probieren das mal aus. Einmal Fahrstufe 1. Holen wir da jetzt ein bisschen mehr raus. Ja, 12 km/h. Aber ist alles so ein bisschen behäbig, ne? Ganz entspannt und smooth. Ja, wenn nicht heute, dann morgen. Fahrstufe 2 drückt jetzt ein bisschen mehr. Passiert also tatsächlich was. Ihr seht schon. Jetzt mal wenigstens die 20 konstant. In Fahrstufe 2, 19, pendelt er sich dann wieder ein. Und Fahrstufe 3, und ich feiere das Display. Wirklich, ich feiere das Display. Fahrstufe 3, jetzt geht es mal in so eine Richtung, die auch wirklich Spaß macht. Schaut euch das mal an. Jetzt powert der Evercross hier 26 km/h, 27 km/h. Ja, 25, 26, 27 GPS gemessen. Schaffen wir noch mehr, wenn ich mich jetzt vielleicht schlank mache. Könnte das vielleicht noch was werden. 29 auf dem Tacho, 28 GPS gemessen. Geht da noch was? Geht da noch was? Geht da noch was? Leichter kann man ja einen E-Scooter gar nicht mehr tunen, wie das, was wir jetzt hier sehen. Boah, das ist eigentlich so der Punch, der Druck, den ich mir normalerweise wünsche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt ist er wieder gedrosselt. Jetzt gehen wir in Fahrstufe 3. Jetzt laufen wir dann wieder konstant auf unsere 20 km/h hinaus. Aber konstant 20 und noch viel lieber wären mir jetzt hier natürlich 22 km/h. Ah, das geht jetzt hier so ein bisschen unter. Ja, auf der einen Seite ist es ja cool, dass man ihn freischalten kann, aber denkt bitte daran, ihr verliert damit natürlich eure allgemeine Betriebserlaubnis, weil ihr dürft eben nicht schneller als 20 km/h plus 10% Toleranz. Abschließend kann man schon mal sagen, also rein aus der Fahrdynamik heraus, der Roller ist super safe, fühlt sich gut an, schöne Höhe auch vom Lenker, man steht wirklich solide. Die drei Fahrstufen sind ein bisschen lasch. Fahrstufe 3 ist vom Anfahrverhalten okay, hintenrum aber ein bisschen mau. Deswegen sind wir jetzt im Gelände. Wir haben den E-Scooter freigeschaltet und wir gucken mal, wie er sich jetzt schlägt. Ich höre es jetzt schon vorne ganz leicht klappern. Ich glaube aber, dass das Schutzblech ist. Damit könnte ich dann leben. Hinten wiederum habe ich noch gar nichts gehört. Das scheint alles safe hier zu funktionieren gerade. Aber er kullert. Und vor allem jetzt auch schön, dass du natürlich auch Power hast. Oh. Und noch viel schöner ist, aufgrund der ganzen spitzen Steine, die wir hier haben, dass wir jetzt eine Vollgummibereifung haben. Und was gar nicht so schön ist, ist, dass meine Kamera hier gerade echt die Hufe macht. Das ist einfach too much für sie. Ich hoffe natürlich auch, dass meine Cam jetzt hier dran bleibt und mir jetzt nicht gleich abfliegt, weil die Strecke ist wirklich derbe. Aber die Federung macht einen richtig guten Job. Richtig guten Job. Die ganzen ekligen Steine werden von rechts nach links geschleudert. Also natürlich abprallen. Vollgummibereifung. Das ist super. Ah, meine Kamera hinten. Jetzt macht die auch schon die Hufe. Also ich muss mir mehr Sorgen machen um meine Kameras als um den E-Scooter hier, merke ich gerade. Scheiße, die zweite. Oh Leute, jetzt machen wir das Ganze mal, wenn der nicht getuned ist. Ich weiß, man lässt sich auf jeden Fall dazu verleiten, den Roller freizuschalten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt fahren wir mal ungedrosselt durchs Gemüse. Das ist ja so die Standardkonfiguration. Für alle, die jetzt nicht wissen, wie man den Roller freischaltet und es auch nicht machen wollen, was ich auch verstehen kann. Ihr müsst es ja auch nicht machen. Also man kann, wenn man will, mit ihm auf jeden Fall Outdoor gehen. Das geht schon. So, wir können ja einmal einen smarten Bremstest machen. So, ich werde mal da vorne ab dem kleinen Ast werde ich mal in die Eisen gehen. Ja, dann mit Schüttern und Rutschen war da nichts, weil so scharf ist die Bremse jetzt auch nicht. 1, 2, 3, 4. Es ist genau die goldene Mitte, die sie irgendwie alle haben. 4 Meter und das ist völlig in Ordnung. Das ist ja schrecklich. Hier kommt ja gar nicht mehr vorwärts. Wir könnten hier höchstens nochmal Outdoor gehen. Gucken, ob wir hier hochkommen. Nein, kommen wir nicht. Ab dem dicken Ast gehe ich nochmal in die Eisen oder ab dem Rohr. Ja, wieder. Ich würde sogar sagen, es war noch weniger. 1, 2, 3, 3,5. Also zwischen 3 und 4 Metern ist jetzt hier der Bremsweg, das Ganze bei meinem Gewicht. Das ist völlig in Ordnung. Auch wenn der Roller jetzt nicht der schnellste ist, er gehört dann sicherlich mit zu den pannensichersten E-Scootern. Oh, jawohl, nehme ich. 4-6% Steigung. Wir sind in Fahrstufe 3 unterwegs. Ich sehe hier 18 km/h GPS gemessen. Und jetzt merkst du natürlich, wie er schon zu kämpfen hat. 16, 15. Oh,
Also er schafft es, ja, er schafft es, aber würde ich mir jetzt vorstellen, hier mit 120 Kilo drauf zu stehen, würde er es wahrscheinlich mit 7 oder 8 km/h noch schaffen. Aber rein von der Steigfähigkeit her würde ich ihm nicht mehr als 15% zusprechen. Dann müsste man ihn schon freischalten, damit das Ganze eben auch Laune macht. Jetzt würde ich es aber wissen. Ach, hier oben, 43%. Okay. Also das ist natürlich wieder eine spannungsabhängige Akkuanzeige. Wir haben jetzt noch 43%. Ich sagte ja, bei ungefähr 85% sind wir losgefahren. Ich hatte vorher noch mal auf die App geguckt gehabt. Also da will ich sehen, wie du mit dem jetzt 60 Kilometer schaffst bei meinem Gewicht. So, Freunde, jetzt sind wir an dem Punkt. Langgezogene Steigung. Wir haben noch 35% Rest-Akkukapazität. Wir können auch noch mal so einen kleinen Agilitätscheck machen. Ansonsten rein vom Komfort her macht der E-Scooter echt einen guten Job bis hierher. Und er ist vor allem auch extrem laufruhig. 30% Akkukapazität haben wir noch im Sack. Schafft er das jetzt? Ja, das sind so gute 600, 700 Meter. Ja, und es sind so 4-5%. Mehr ist das aber auch nicht, ne? Wir sind noch mit 19 km/h dabei. Na komm, zieh. 13 km/h. Eieieiei. Ja, das merkst du. Das ist jetzt nicht so seine Stärke, ne? Also Steigungen sind seine Achillesferse aufgrund der zu geringen Motorpower, wenn der Roller eben gedrosselt ist. Ich würde ihn am liebsten freischalten, dann würden wir hier wahrscheinlich hochballern. Ach komm, der macht eine gute Figur, da kannst du eigentlich nicht meckern. Eigentlich kannst du da nicht meckern. Fazit, Freunde, zum Evercourse EV 10K Max für 549 Euro. Dieser E-Scooter ist besser als gedacht und ganz nah angelehnt an so einen Ninebot Max G30D, was die Rahmen-Chassis-Konstruktion betrifft. Die 20 Kilo, die der Roller jetzt wiegt, merkt man kaum. 120 kannst du zuladen. Wir haben ein richtig gutes Fahrwerk vorn und auch hinten. Das war echt komfortabel in Kombination mit der 10-2 Vollgummibereifung. Kannst du auch überall langfahren, holst dir keinen Platten. Dazu die Trommelbremse mit der Rekuperationsbremse hinten. 3-4 Meter Bremsweg, safe. IP54, auch in Ordnung. Kannst du durch jede Pfütze fahren, weil das Deck unten mit 18 Schrauben gesichert ist. Da mache ich mir gar keinen Kopf. Wir hatten kaum ein Geklapper. Vorne nur ein bisschen Schutzblech. Hinten habe ich gar nichts gehört. Rücklicht mit Bremslichtfunktion. Wir haben eine vernünftige Stehhöhe. Man kann wirklich gut nebeneinander und auch versetzt stehen. Und es fühlt sich alles gut verarbeitet an. Wir haben eine tolle Lenkerhöhe, sodass ich mich auch wohlgefühlt habe für große und auch kleinere Fahrer. Du kannst aber auch etwas kleiner sein. Der Lenker ist jetzt nicht so, dass du gleich nach oben greifen musst. Smooth Gasannahme hat mir gut gefallen. Kombibremshebel, ja, ein Reku-Hebel wäre noch ganz nett gewesen. Aber 3-4 Meter Bremsweg sind in Ordnung. Ein vernünftiges Vorderlicht und ein sehr, sehr gutes Display, wo nur die Akkuprozentanzeige fehlt. Es fehlt eigentlich nicht mehr viel zu einem richtig guten Low-Budget-Preissieger hier. Ja? Das Einzige, was ihm fehlt, ist der Punch. Fahrstufe 1 bis 2 kommt untenrum gar nicht aus der Tüte. Fahrstufe 3 erreichen wir die 20 km/h. Nicht GPS gemessen, das finde ich ein bisschen schade. 22 wäre richtig geil gewesen und GPS. Dann würde dieser Roller hier wahrscheinlich im unteren Segment alles wegrasieren. Die 400 Watt Nennleistung sind am Berg einfach zu schwach, meiner Meinung nach. Man kommt irgendwie hoch, aber wenn du Steigung hast, über 10%, geht der bei meinem Gewicht definitiv in die Knie. Da kannst du dann auch schieben. Akkukapazität 15,6 Amperestunden. Ich glaube, dass ich mit meinem Gewicht ca. 30 bis 40 Kilometer weit komme. Ich muss aber zugeben, für 549 Euro kriegst du hier einen echt guten E-Scooter, der einen tollen Komfort bietet, eine gute Ausstattung, der sich sicher fahren lässt, der eine gewisse Stabilität mitbringt, einen ausreichenden IP-Schutz, ein schönes Display und in Gänze kannst du da über diesen Preis nicht meckern. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, geiles Wetter und der Roller war viel besser als erwartet.